Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. Und in diesem Film bin ich auf einer Herbstreise von der größten Insel zum höchsten Berg in unserer Heimat Deutschland. Ich möchte dich mitnehmen auf ein Abenteuer. Das Abenteuer auf der Suche nach dem Foto. Dafür reise ich, wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt. Kämpfe mich durchs Eis der Arktis oder die Hitze der Sahara. Ich suche nach spektakulären Landschaften, wilde Tiere und banne diese auf den Chip meiner Kamera. Für die Ewigkeit. 6 Uhr und 52 Minuten. Ich bin auf Rügen und auf dem Weg zu den Kreidefelsen. Dafür muss ich aber erstmal durch diesen dunklen Buchenwald. Hier vorne sind noch Laternen, die hören da hinten dann aber auf. Ich hoffe, ich finde den Weg. Mit der Taschenlampe laufe ich durch den finsteren Buchenwald des Nationalpark Jasmund. Der kleinste Nationalpark in Deutschland. Hier im Norden an der Ostsee beginnt meine Reise. Eine Woche bin ich im Herbst quer durch Deutschland unterwegs, auf der Suche nach den beeindruckendsten Landschaften, die unsere Heimat zu bieten hat. Am Horizont dämmert es bereits und ich habe den Tipp bekommen, dass hier irgendwo eine Treppe nach unten gehen soll. Gefahr vor Kliffabbrüchen, Gefahr vor herabfallenden Ästen, Vorsicht Steinschlag. Ich glaube, ich habe noch nie so gefährlich fotografiert wie hier auf Rügen. Also Augen auf, los geht's. Die schmale Treppe hinab geht es nach unten ans Meer. Und da sind sie. Die berühmten Kreidefelsen von Rügen. Noch knapp 20 Minuten und dann ist Sonnenaufgang. Der Himmel ist an diesem Morgen allerdings zugezogen, sodass meine Chancen, die Sonne zu sehen, eher gering sind. Entlang des Strandes suche ich nach einem Vordergrund für mein Bild. Neben der Landschaft selbst das Wichtigste in meinen Bildern. Gar nicht so einfach, hier eine Komposition zu finden. Und ich habe da auf meinen altbewährten Jaworski-Trick mal zurückgegriffen. Es ist ja Herbst und vielleicht kennst du dieses typische Herbstbild, was ich mal gemacht habe, an einem Wasserfall, wo im Vordergrund ein Stein ist und auf diesem Stein ist so ein schönes gelbes Ahornblatt drauf. Und genau so ein Blatt hier habe ich tatsächlich nicht dabei gehabt, sondern es lag hier am Rand rum und es ist riesengroß gewesen. Und das hat sich natürlich perfekt angeboten für mich als Blickfang im Vordergrund. Und das ist so ein Tipp, den ich geben kann, im Herbst vor allem, wenn man probieren möchte, die Landschaft in eine bestimmte Jahreszeit zu tauchen, also nicht nur von den Bäumen, die gefärbt sind, sondern auch im Vordergrund, dann kann man so ein gefärbtes Blatt wunderbar als Blickfang benutzen. Denn sonst hier am Strand gab es nicht viel. Es gibt hier überall diesen, ich nenne es immer Schinken, diese Algen, die hier überall rumliegen. Aber die sind nicht wirklich schön im Vordergrund. Steine, große, gibt es auch nicht so wirklich. Ich habe hier einen Stein gefunden, der hat so ein bisschen so eine schöne Maserung, schwarz und rot. Da drauf dann dieses Blatt als Blickfang, im Hintergrund die Kreidefelsen. Und das war am Ende dann meine Komposition. Und hier habe ich dann lange gewartet. Die Sonne ist da aufgegangen. Das heißt, eigentlich eine blöde Richtung für mich. Auch nicht wirklich schön gewesen. So hinter Wolken, leicht irgendwie nur diffus durchgeschienen. Ich habe dann probiert, ein bisschen mit den Wellen hier zu spielen. Man sieht das schon, ja, wie in Norwegen, Füße nass. So ist das, gehört dazu. Das Meer zeigt sich jetzt gerade von seiner wilden Seite. Und da ist natürlich Timing gefragt, dass das Blatt da nicht wegfliegt. Dass es wirklich auf dem Stein liegen bleibt, man genau die richtige Verschlusszeit hat, um es im besten Fall mit dem Wellenspiel vorher einzufangen, also bevor das Blatt wegfliegt. Die Füße sind nass, aber die Bilder sind im Kasten. Mehr als ein paar kurze Lichtstrahlen am Horizont sind an diesem Morgen nicht drin. Und so entschließe ich mich weiter,
entlang der mächtigen Felsen zu laufen. 60, 70 Meter gehen die Kreidefelsen hier in die Höhe und die sehen von Weitem immer so massiv aus. Aber wenn man mal nah rangeht und auch mal mit dem Fingernagel probiert hier rein zu kratzen, dann merkt man, wie weich das eigentlich alles ist. Und deswegen ist es so gefährlich, da oben an der Kante zu stehen, denn die kann jederzeit abbrechen. Und auch hier unten, wo ich mich gerade befinde, ist es nicht ganz ungefährlich. Ich treffe mich gleich mit einem echten Rügenexperten und der wird mir erzählen, warum das hier eigentlich Piratenschlucht heißt. Spannend für Fotos am Meer ist das Spiel der Wellen. Aber auf eins sollte man sich einstellen. Nasse Füße. Da kommt die Welle und zack, Bild ist im Kasten. Was ich jetzt hier probiere, ist, das Spiel der Wellen ein bisschen einzufangen, weil hier klatschen die richtig schön auf diesen Stein rauf. Und das sieht natürlich im Foto dann richtig cool aus. Einziger Nachteil, Füße werden nass, aber die sind ja schon seit heute Morgen nass. Das heißt, so schlimm ist das dann auch nicht mehr. Ich muss natürlich aufpassen, dass die Kamera auch nicht nass wird dabei, aber es sieht sehr spektakulär aus. Ich bin jetzt eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich heute Morgen noch fotografiert habe. Ich war irgendwo da hinten und die Sonne scheint jetzt so leicht von der Seite schön auf diese ganzen Buchenwälder drauf. Die Herbstfarben strahlen schön raus, die Kreidefelsen leuchten, also perfekt zum Fotografieren. Wer sowas selber mal einfangen möchte, ich habe hier eine Verschlusszeit von ungefähr einem Drittel bis zu einer halben Sekunde. Dann habe ich genauso diese Spritzer an diesem Stein dran, aber nicht als Punkte, sondern so als wirkliche Schlieren, also schöne Bewegung im Bild. So, da kommen wieder Wellen und zack. Ha, Timing ist alles und Schuhe sind richtig nass. Na Hammer, da freue ich mich ja schon richtig darauf, nachher im Auto zu sitzen. Bevor es weitergeht, treffe ich mich mit Frank Biederstedt. Er ist der Leiter des Stadtarchivs in Sassnitz und kennt sich hier bestens aus. Ihr habt vorhin gesehen auf dem Schild hier, dass das hier die Piratenschlucht ist. Warum heißt sie so? Die Piratenschlucht hat ihren Namen natürlich von unserem legendären Volksheld Klaus Störtebeker. Und durch die Jahrhunderte, nachdem man Klaus Störtebeker irgendwo zum Volksheld erklärt hat, hat natürlich jede Region in Norddeutschland versucht, irgendwie einen Ort zu finden, um den mit Klaus Störtebeker in Verbindung zu bringen. Und bei uns auf Rügen, wir haben recht viele Sagen, die um Klaus Störtebeker drehen. Zum Beispiel haben wir hier im nördlichen Bereich auf unserer Halbinsel Jasmund, 10 Kilometer von hier, einen Ort, der nennt sich Ruschwitz und da soll er angeblich geboren worden sein. Und hier die Piratenschlucht, die hat ihren Namen deswegen, weil man in bestimmten Ausbuchtungen hier entlang der Steilküste seine Schätze vermutet hat. Also er hat ja den Reichen genommen und den Armen gegeben, natürlich seine Schätze vergraben. Und die Piratenschlucht ist eine solche Ausbuchtung in der Kreideküste, wo man seine Schätze vermutet hat. Das heißt, man hätte theoretisch noch das Glück. Vielleicht kommen irgendwann mal seine Goldketten und alles zum Vorschein. In Deutschland gab es also echte Piraten. Und vielleicht liegen hier wirklich irgendwo die Schätze des bekannten Freibeuters Störtebeker begraben. Ein wahres Juwel liegt für jeden sichtbar auf den Kreidefelsen. Die Buchenwälder gehören seit 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Oberhalb der Kreidefelsen findet man diesen fantastischen Buchenwald. Und der ist natürlich besonders spektakulär zum Anschauen, aber auch zum Fotografieren im Herbst. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, so weit ist hier der Herbst an der Küste noch nicht vorangeschritten. Alles noch grün. Die Leuchttürme am Kap Arkona sind noch heute aktiv und leiten den Schiffen der Ostsee ihren Weg. Rügen ist die größte Insel in Deutschland und die Landschaft klar geprägt durch die Kreidefelsen. Aber auch abseits davon gibt es Moore, Buchten und Lagunen. Wie hier. Im Nordosten der Insel.
Meine Reise geht weiter ans Festland und in den Nordosten des Landes. Entlang der Alleen und Felder Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs bis nach Sachsen. Hier kurz vor der Grenze zu Tschechien liegt die Sächsische Schweiz. Und ihr bekanntestes Wahrzeichen ist die Basteibrücke bei Lohmen. 1,5 Millionen Besucher zählt dieses Naturspektakel jedes Jahr. So viel wie kein anderer Punkt in einem Nationalpark in Deutschland. Wer hier in Ruhe fotografieren möchte, der muss früh aufstehen oder spät ins Bett gehen. Und ich mach gleich beides. Wow, ist mittlerweile echt dunkel geworden. Der Mond ist hinter einer dicken Wolkendecke verschwunden. Ich hoffe, der kommt noch mal raus. Da oben sieht's aus, auf der Aussichtsplattform, als ob keiner da wäre. Das heißt, ich bin hier ganz alleine. Wenn der Mond jetzt noch rauskommt, dann kann ich Fotos der etwas anderen Art schießen. Immer wieder kämpft sich der Mond durch die Wolken und beleuchtet die Sandsteinfelsen mit indirektem Sonnenlicht. Ich gehe zur Aussichtsplattform, auf der es tagsüber gerappelt voll ist. Hier ist um diese Uhrzeit kein Mensch mehr. Um Fotos zu machen, die sonst keiner hat, musst du Dinge tun, die sonst keiner tut. Das ist auch heute so. Denn auch bei Nacht kann man mit dem Mond ganz besondere Landschaftsfotos machen, die aussehen, als wären sie bei Tag fotografiert. Mein Plan ist aufgegangen, der Mond ist rausgekommen und strahlt die ganze Landschaft in so einem völlig verrückten Licht an. Und ich mache jetzt hier die Fotos von oben. Kein Mensch ist mehr hier, alle sind gegangen. Es ist gerade mal 20 Uhr und 11 Minuten, aber es kommt einem schon so vor, als ob es mitten in der Nacht irgendwie wäre. Und was so verrückt ist, ist, dass ich den Mond eigentlich genauso wie eine Sonne fotografieren kann. Also ähnlich wie so ein Sonnenuntergang. Ich mache die Blende einfach richtig zu auf 18, 20 oder 22 und dadurch wird der Mond zu so einem fetten Stern. Und ja, dieses Bild sieht einfach völlig surreal aus, als ob man das in Photoshop zusammengesetzt hätte. Weil es sieht durch die Langzeitbelichtung aus, als ob es am Tag wäre, aber es ist halt stockduster und nur der Mond, der da oben scheint. Zeit, kurz ins Bett zu gehen. Denn am nächsten Morgen bin ich wieder früh unterwegs und suche nach Motiven entlang der Brücke. Abseits der anderen Fotografen, die an diesem Morgen hier auch schon unterwegs sind. Früher Morgen, ich bin wieder an der Bastei und ich habe mir überlegt, weil ich hier schon so oft fotografiert habe und eigentlich so die Hotspots schon kenne, dass ich mal probiere, aus anderen Perspektiven zu fotografieren. Das kann ich eh immer empfehlen, wenn man an Spots geht, die schon super viel fotografiert worden sind, einfach mal probieren, einen anderen Blickwinkel zu finden. Das heißt, ich fotografiere jetzt die Basteibrücke nicht aus der Sicht, wie sie jeder fotografiert, am Morgen nämlich in Richtung Sonne, weil da hinten geht die Sonne auf, sondern ich gehe eigentlich gegen die Sonne und kriege dadurch aber ein wunderschönes Lichtspiel. Hier sind keine Menschen, die sind alle da hinten. Und hier habe ich perfekte Sicht eigentlich und habe so einen schönen gefärbten Herbstbaum auch im Vordergrund. Und was man hier im Hintergrund vielleicht hört, ist, dass ich eine Zeitrafferaufnahme mache, weil auch das ist eine tolle Sache, um Zeit zu überbrücken. Das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich immer so eine kleine Zeitrafferaufnahme mitlaufen lasse. Das heißt, ich mache viele, viele Fotos, die sind später dann ein zusammenhängender Film und dann sieht man quasi, was über einen längeren Zeitraum passiert. Und das nicht nur als Foto, also als ein Bild, sondern als 25 Bilder in der Sekunde, also als Video. Die Sonne ist mittlerweile aufgegangen und ich laufe über die Metallstege der Felsenburg Neuraten. Von der Burg, die erstmals vor über 800 Jahren erwähnt wurde, ist heute nichts mehr übrig. Kein Wunder, bestand sie hauptsächlich aus Holz. Das ist echt eine Landschaft wie aus einer anderen Welt. Hier wächst so ein Baum komplett quer aus dem riesigen Fels irgendwie raus. Der sieht schon aus, als ob er ja mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und der wird jetzt perfekt von der Sonne angestrahlt hier an der Seite. Also wirklich wie gemalt das Ganze. Das ist so ein krasser Ausblick. Auch da hinten diese drei Steine. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Nur eine Sache, man sollte schwindelfrei sein, weil hier geht es locker 200 Meter nach unten. Und man steht hier auf so einem Gitter. Auch die Stativbeine und die Kamera. Und mir zittert es echt schon so ein bisschen in den Knien. Ich habe ja keine Höhenangst, aber das hier
Das ist schon echt irgendwie ein bisschen gruselig. Die Sächsische Schweiz trägt ihren Namen von zwei Schweizer Malern, die die Gegend besuchten und sich durch die Hügel und Felsen an ihr Zuhause erinnert fühlten. Bastei heißt übrigens der große Fels und nicht die Brücke. Man könnte auch vermuten, dass die Brücke aus dem Mittelalter stammt. Jedoch wurde sie erst 1851 erbaut und ersetzte die Holzbrücke, die bis dahin dort stand. Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Zusammen mit der Bastei schon vor über 200 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Doch mit der Ruhe ist es bald vorbei. Langsam füllen sich die Parkplätze und die ersten Reisebusse treffen ein. Zeit für mich, weiterzuziehen in den Westen des Landes. Meine nächste Station ist eine der schönsten Burgen in Deutschland. Im Gegensatz zur Felsenburg ist die Burg Eltz noch heute gut erhalten. Ein Stück mittelalterliche Geschichte in Rheinland-Pfalz. Die Nacht war kurz und ich habe mir jetzt hier eine Stelle ausgesucht mit seitlichem Blick auf die Burg. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich habe es davor auch mal ausprobiert, also direkt mit dieser Brücke, die davor ist. Aber dadurch, dass da ein Tor ist, hat man eine sehr beschränkte Sicht. Und ich finde, von der Seite sieht das Ganze sehr pompös aus. Und ich habe natürlich auch einen schönen Blick auf die gesamte Umgebung. Und hier sind die Herbstfarben sehr weit schon vorangeschritten. Das heißt, ich habe schöne Gelbtöne, schöne Rottöne. Und darauf habe ich mich jetzt auch im Vordergrund hier konzentriert. Hier ist ein Baum vorne. Oder eigentlich ist es ein kleiner Strauch nur, der aber sehr schön rot gefärbt ist. Und genau mit diesem roten Strauch probiere ich jetzt das Bild aufzubauen. Das heißt, ich laufe hier eigentlich lang und gucke, was gibt es hier Interessantes, was irgendwie den Blick fangen kann im Vordergrund. Und so eine rote Signalfarbe vorne ist natürlich dafür gut geeignet. Mein Trick jetzt hier, was ich benutze, ist der Polfilter. Man denkt immer, der Polfilter ist für Bachläufe, Wasserfälle und so weiter gut geeignet. Aber auch für Blätter, gerade im Herbst, kann man den Polfilter super benutzen, denn er entspiegelt den Glanz, der auf den Blättern ist. Ich zeige jetzt mal hier ein Foto ohne Polfilter und mal das Foto mit Polfilter. Und man sieht, wie viel satter das Rot tatsächlich ist. Und auch auf der Burg, das Dach und so weiter, wird so ein bisschen entspiegelt. Also Polfilter immer eine tolle Sache, wenn man richtig, richtig schöne, knallige Farben haben möchte. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumschauen, noch eine andere Perspektive suchen. Mir vor allem immer so einen kleinen Rahmen suchen. Und mal schauen, was ich hier noch so entdecken kann. Imposant ragt die Burg empor. Wie es wohl von drinnen aussieht? Deutschland ist ja bekannt für seine Märchen, vor allem die Märchen der Gebrüder Grimm. Und diese Burg hier hinter mir, die sieht völlig aus wie aus einem Märchen entsprungen. Ich gehe jetzt mal rein und treffe mich mit den Bewohnern. Und natürlich interessiert mich, wie wird man eigentlich so ein Burgbewohner? Seit mehr als 800 Jahren befindet sich die Burg im Familienbesitz. Diese lebt jedoch nicht selbst auf ihr. Die heutigen Bewohner, die sogenannten Kastellane, sind dafür zuständig, die Burg und den Betrieb vor Ort zu verwalten. Mit der Kastellanin Frau Nelius bin ich in der Burg verabredet. Ja, grüße Sie, hallo. Hallo. Nelius, hallo. Willkommen auf Burg Eltz. Ja. Kommen Sie doch rein. Der Graf wohnt ja selber nicht auf der Burg Eltz, sondern das machen ja quasi Sie als Kastellanin. Wie kommt man dazu, Kastellanin zu werden? Die Eltern des Kastellans waren hier Kastellane. Okay. Und ich habe hier mein Studium finanziert. Und und wurde dann irgendwann vom Grafen Eltz angesprochen, auch ob ich nicht Interesse hätte, hier weiter zu bleiben. Und ich hatte mich in die Burg verliebt. Nicht nur in den Kastellan, sondern auch in die Burg. Und bin dann geblieben. Das ist cool. Wie lange jetzt schon? Ich bin gestartet 1984 als Schülerin hier auf Burg Eltz
und habe dann natürlich auch studiert, war dann auch mal weg, kam dann wieder und als Kastellan arbeite ich jetzt seit 12 Jahren. Im Innern der Burg lässt sich erahnen, wie es sich wohl die letzten 800 Jahre hier lebte. Ritterrüstungen, Gemälde sowie Jagdtrophäen aus vergangenen Zeiten kann man hier bestaunen. Wahnsinn, wie viel Geschichte Deutschland zu bieten hat. Ich habe jetzt meine Position ein bisschen höher gewählt und blicke von oben auf die Burg herab. Und es ist mittlerweile Tag, megamäßig viele Touristen sind hier und wollen die Burg natürlich angucken. Und wir als Fotografen haben es dann natürlich schwer, Fotos zu schießen ohne Menschen drauf. Und ein guter Trick ist da der ND-Filter, tatsächlich. Das heißt, ich habe jetzt einen sehr, sehr starken ND-Filter raufgeschraubt. Muss man sich so vorstellen wie eine Sonnenbrille, macht das Bild einfach sehr, sehr dunkel. Und dadurch kann ich sehr lange belichten. Und ich mache das jetzt einfach schon mal, während ich rede. Und die Kamera, während ich jetzt spreche, macht quasi das Bild über 1 Minute, 2 Minuten, je nachdem, wie ich das Ganze einstelle. Ich bin jetzt gerade bei einer Blende 8 und ungefähr so bei 1,5 Minuten Belichtungszeit mit ISO 100. Das heißt, in diesen 1,5 Minuten, in denen das eine Foto entsteht, bewegen sich die Menschen da unten, wuseln da rum und sind später nicht mehr sichtbar im Bild, weil sie sich eben bewegen. So, und jetzt müsste das Bild im Kasten sein. Zack. Jawohl! Der Weg führt mich weiter Richtung Süden, der Schwarzwald. Deutschlands größtes und höchstes zusammenhängendes Mittelgebirge. Hier läuft die Zeit noch anders. Kein Wunder. Der Schwarzwald ist ja nicht nur bekannt für seine Natur, sondern auch für seine Kuckucksuhren. Und hier hinter mir ist die größte Kuckucksuhr der Welt. Aber deswegen bin ich natürlich nicht hier, sondern wegen den Wasserfällen. Die sind in Triberg, hier direkt um die Ecke. Die werde ich jetzt mal fotografieren. Durch einen Tunnel fahre ich entlang der Deutschen Uhrenstraße in die nächste Stadt. Hier auf knapp 700 Meter Höhe liegt mein nächstes Ziel. Ich bin an den Triberger Wasserfällen im Schwarzwald, die höchstgelegenen Wasserfälle in Deutschland. Und hinter mir schießt schon ein relativ großer Wasserfall in die Tiefe. Aber das ist noch lange nicht alles. Mehrere Stufen findet man hier. Und die werde ich jetzt erstmal auf dem Weg nach oben erkunden. Insgesamt 163 Meter fallen die Wasserfälle über viele Stufen in die Tiefe. Aber wo soll man bei so viel Wasserfällen anfangen? Ich habe mir jetzt eine erhöhte Position gesucht, denn die Herausforderung bei touristischen Locations ist, dass man oft viele Geländer und Absperrungen hat. Und hier ist viel Metall im Spiel. Das heißt, es ist unnatürlich und sieht im Bild einfach nicht schön aus, vor allem nicht in Landschaftsbildern. Das heißt, ich probiere immer, meine Perspektive ein bisschen abseits zu suchen, sodass ich einen guten Blick habe, im besten Falle auch ein bisschen Vordergrund, also dass man sich ein bisschen im Bild umschauen kann. Bei mir sind das jetzt zum Beispiel so ein paar Fahne auf der Seite, relativ nah schon an der Linse. Der Wasserfall schießt runter und das Geländer ist nicht im Bild. Andere Menschen sind so früh morgens noch nicht unterwegs. Aber trotzdem ist hier schon eine Menge los. Nicht nur Wasserfälle kann man hier fotografieren, sondern auch Tiere, und zwar Vögel und Eichhörnchen. Die sind nämlich mega darauf dressiert, diese Erdnüsse hier zu fressen. Die gibt's am Kassenhäuschen, kriegt man für 1 Euro so einen ganzen Sack voll. Und die reißen einen diese Nüsse
ja förmlich aus der Hand. Das heißt, wenn ich so eine Nuss auf meine Hand lege, dann gibt es tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht sogar ein Vogel jetzt kommt und mir den aus der Hand reißt. Im Hintergrund hört man den vielleicht schon, der schreit und sitzt da auf dem Ast und ruft vielleicht schon seine Brüder jetzt, die zur Verstärkung kommen und gleich die Nüsse klauen. So, und das funktioniert mit Eichhörnchen und auch mit Vögeln. Dafür ist es wichtig, eine wirklich schnelle Verschlusszeit zu haben, weil die unglaublich schnell sind. Vor allem die Vögel. Die Eichhörnchen sind noch ein bisschen relaxter, aber die Vögel sind richtig schnell. Das heißt, eine schnelle Verschlusszeit. Bei mir ist es jetzt ein 2000stel. Reihenmodus, das heißt viele Bilder hintereinander. Wirklich Maschinengewehrmodus. Und dann, wenn man Glück hat, kriegt man richtig coole Bilder von dem Vogel, wenn er seine Flügel öffnet, oder von dem Eichhörnchen, wenn es dir die Nuss aus der Hand wirklich rauszieht. Und das auch noch im Wald. Blitzschnell schnappen sich die Tannen her, die auf Englisch übersetzt Nussknacker heißen, die Erdnüsse. Und wenn man Glück hat, dann sogar aus der Hand. Wahre Flugkünstler. Die Eichhörnchen sind zuerst zurückhaltender. Aber je ruhiger man sitzt, desto näher kommen sie. Schnappen sich die Nuss und verstecken sie oder futtern sie direkt. Die Herausforderung bei Wasserfällen ist oft, dass Wasserfälle sprühen, weil sie in die Tiefe schießen und dann das ganze Wasser sich verwirbelt. Und auch hier haben wir so einen richtigen Sprühregen, der jetzt hier in meine Richtung schießt. Das heißt, ich habe permanent Wassertropfen auf meiner Linse bzw. auf meinem Polfilter. Was ich also mache, ich habe immer ein Tuch griffbereit, jetzt zum Beispiel in meiner Hosentasche. Und mit diesem Tuch wische ich jetzt die Tropfen weg. Drücke auf den Auslöser, 2 Sekunden Selbstauslöser und dann, bam, ist das Timing entscheidend. Das Bild ist aber im Kasten. Wenn man so ein richtig schönes, weiches Wasser haben möchte, finde ich zum Beispiel bei Wasserfällen sehr ansprechend, gibt einfach so einen malerischen Effekt, dann muss man eine längere Verschlusszeit nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 1 Sekunde, selbst eine halbe Sekunde oder ein Viertel reicht, weil das Wasser vom Wasserfall selbst sich ja die ganze Zeit mit bewegt. Von der Kameraeinstellung bin ich jetzt bei einer Blende 16, 1 Sekunde Verschlusszeit und ISO 100. Ich habe nur den Polfilter drauf, brauche gar keinen ND-Filter, weil heute ein bewölkter Tag ist und das Licht hier am Berg sowieso sehr diffus ist. Also die perfekten Bedingungen, um zu fotografieren. 2 Sekunden Selbstauslöser an, wischen und los geht's. Die Triberger Wasserfälle gehören zu den bekanntesten in Deutschland. Schon vor über 200 Jahren sind die Menschen nach Triberg gereist, um sie zu bestaunen. Und dabei sind sie längst nicht die einzigen im Schwarzwald. Obwohl ich jetzt seit über 3 Tagen im Herbst durch die Republik unterwegs bin, hatte ich echt Glück mit dem Wetter. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ich verlasse den Schwarzwald und Baden-Württemberg Richtung Südosten des Landes nach Bayern. Vor Bayern gefärbten Weinbergen und dem Bodensee. Bis ins Berchtesgadener Land an die Grenze zu Österreich. Ich bin im Süden von Deutschland angekommen, in Bayern, und hier warten auf mich riesige Berge, kristallklare Seen und jede Menge Wolken. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Hätte ich mal bloß nichts gesagt. Trotzdem probiere ich noch 1-2 Bilder zu machen, bevor der Regen anfängt. Und selbst wenn, das hört schon wieder auf.
Ich war schon früh hier an meinem Lieblingsspot am Hintersee bei Ramsau. Hier sind diese Steine im Wasser mit diesen Tannen da drauf. Das sieht völlig surreal aus, eine richtig geile Location. Aber heute sagt der Wetterbericht nichts Gutes voraus. Und auch das kann sein im Herbst, dass es einfach die ganze Zeit schüttet. Und vor allem hier im Süden bei den Bergen kann es richtig passieren, dass es die ganze Zeit schüttet. Ich mache mir hier die Zeitrafferaufnahme jetzt mal aus. Denn ich glaube, ich muss die Kamera jetzt einpacken und schützen vor dem Regen. Weil jetzt geht's richtig los. Und erstmal einen trockenen Platz suchen, dann gucken wir, was wir machen. Ich setze mich erstmal in mein Auto und hole mir einen Kaffee. Und dann sehen wir weiter. Das wird schon wieder aufhören. Oder auch nicht. 3 Stunden später. Ja, danke schön. Draußen schüttet es wie aus Kübeln. Das heißt, ich habe mich erstmal hier in eine schöne, urige bayerische Gaststätte reingesetzt und mir Kasnocken bestellt. Ist eigentlich so ein typisch deutsches Essen auch. So Käsespätzle, Kasnocken. Es gibt, glaube ich, auch Kasspatzen oder sowas. Ist eigentlich am Ende grob übersetzt eigentlich nur Nudeln mit Käse und Zwiebeln. Und das schmeckt ziemlich, ziemlich, ziemlich lecker. Und dazu gibt es natürlich auch ein typisch deutsches Getränk, darf nicht fehlen, in der Jaworski Around the World Folge. Schönes, kühles Blondes. Und dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn es draußen regnet. Ein guter Test, wenn ihr wissen wollt, ob eure Kässpätzle, Kasnocken oder wie auch immer gut sind, ob da genug Käse drin ist oder nur mit Sahne gepanscht wurde, nehmt mal eure Gabel und steckt die einfach hier rein. Und wenn die da stehen bleibt, dann habt ihr auf jeden Fall genug Käse. Das Wetter kann man sich ja nicht immer aussuchen, aber mir ist beim Essen gerade eine geniale Idee gekommen. Ich habe nämlich mein Unterwassergehäuse im Auto mit dabei. Ich wusste ja, dass wir zu einigen coolen Bergseen kommen und die haben eine unglaubliche Wasserqualität und eine super krasse Klarheit. Also man sieht mega in das Wasser rein, da schwimmen teilweise auch dann Forellen rum, manchmal Enten. Und meine Idee ist jetzt einfach, da es ja dauerhaft regnet und unter Wasser es ja auch nass ist, ist einfach mein Unterwassergehäuse jetzt mein gigantischer Regenschutz. Mit dem gehe ich jetzt einfach an den See ran und probiere eine Landschaftsaufnahme der etwas anderen Art zu machen, nämlich halb über und halb unter Wasser. Das heißt, man sieht in diesen ja, kristallklaren See rein und sieht aber dann in der anderen Hälfte des Bildes die gesamte Landschaft mit den Bergen, mit den dramatischen Wolken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es richtig geil aussieht. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Lass es ausprobieren. Im strömenden Regen laufe ich zum See. Bin bereits nach 5 Minuten klitschnass. Egal, nasser wird's nicht. Aber einfacher auch nicht. Ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert und das Problem ist, dass durch diesen anhaltenden Regen seit heute Morgen das Wasser aufgewirbelt ist und trüb geworden ist. Das kristallklare Hinterseewasser hier, ey, was sonst wirklich, keine Ahnung, Ewigkeiten sichtbar ist. Jeden Fisch siehst du da drin, jede kleinste Bewegung ist jetzt nicht mehr wirklich so durchsichtig. Das heißt, zum Fotografieren unter Wasser jetzt eher ein bisschen semi-cool, aber aufgeben ist nicht drin. Und da hinten am Horizont sieht es gerade tatsächlich so aus, als ob es eine kurze Regenpause geben könnte. Mann, 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 was für ein Tag, ey. Hier in den Bergen ist ein solches Wetter nichts Ungewöhnliches. Die Wolken sammeln sich an den Bergen und regnen sich dann ab. Das kann dauern. Aber ich bin den ganzen Weg hierher doch nicht gefahren, um den ganzen Tag Kaffee und Bier zu trinken. Es hat jetzt tatsächlich ein bisschen aufgehört zu regnen. Es nieselt nur noch ganz leicht. Und ich habe das Gefühl, hier vorne ist das Wasser nur trüb. Und in der Mitte ist es nicht so trüb. Also nicht in der Mitte vom See, aber weiter drinnen. Das heißt, was ich jetzt probieren werde, ist in guter alter Landschaftsfotografen-Manier Schuhe aus, Socken aus, Hose hochkrempeln und rein ins so kalte Wasser. Ich werde mich dann hinten auf diesen Stein hier setzen und probieren von dort über und unter Wasser das typische Hinterseemotiv zu fotografieren. Aber erstmal Schuhe aus. Der Hintersee ist bis zu 18 Meter tief und wird im Sommer maximal 16 Grad warm.
Let's go! Aktuell sind es dann eher so um die 5 Grad. Shit. Im Wasser sowie draußen. Oh, shit. Es ist nicht so kalt, es ist ungefähr so kalt. Alter Dicker. Das Wasser sieht vom Ufer viel flacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Bis zu den Knien stehe ich hier hinten im Wasser. Okay. Die Schwierigkeit, ich sehe nicht, was ich fotografiere, da ich auf dem rutschigen Stein sitze und die Kamera halb ins Wasser halten muss. Foto, gucken. Foto, gucken. Und das bei dem Wetter. Wenn ich so eine Über- und Unterwasserfotos machen will, dann benutze ich dafür ein Unterwassergehäuse mit einem großen Domeport. Domeport ist das Teil hier vorne dran und das ist quasi eine große Glasscheibe und das Objektiv sitzt dahinter. Es sieht fast aus wie ein Objektiv, aber es ist nur eine Glasscheibe vorne dran. Und weil eben hier diese große Luftglasfläche vorne ist, habe ich viel Bereich unter der Wasseroberfläche und viel Bereich auch über der Wasseroberfläche und kann dadurch ja, relativ einfach bestimmen, wo die Mitte ist, also wo genau die Horizontlinie ist, in dem Fall die Wasserkante. Wenn ich das einfach nur mit einem Objektiv machen würde, also mit einem Unterwassergehäuse, was einfach einen ganz glatten Planeport hat, dann funktioniert das viel, viel schwieriger. Dann kriege ich auch nicht meinen vollen Weitwinkel. Deswegen ist so ein Domeport, also ein runder Glaskasten quasi vorne dran, eine gute Möglichkeit, um so eine Über- und Unterwasserschüsse zu machen. Aber das Wasser ist echt saumäßig kalt. Jetzt bin ich ja Gott sei Dank ein bisschen draußen, aber der kleine Zeh, der dippt immer so rein in das eiskalte Wasser. Die Bedingungen sind nicht optimal. Und trotzdem war es den Versuch wert. Ich habe eigentlich gar nicht gesehen, was ich fotografiert habe. Es war mehr so nach Gefühl fotografieren. Aber ich glaube, da ist trotzdem das eine oder andere Coole dabei. Ich habe auch ein Blatt ein bisschen rumzuspielen unter Wasser. Und ja, keine Ahnung, was es geworden ist. Jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen. Aber bevor es soweit ist, geht es erstmal wieder zurück. Oh, shit. Überall spitze Steine. Diese Füße sind kalt. Kurz nachdem ich aus dem Wasser gestiegen bin, fängt es wieder an zu regnen. Es scheint, als würde all der Regen, der mir die letzten Tage erspart geblieben ist, heute hier runterkommen. Aber von mir aus. Dann halt mit Regen. Denn gerade dieses extreme Wetter macht den Herbst doch so spannend und gibt der Landschaft hier im Berchtesgadener Land seine ganz besondere Note. Die letzte Station auf meiner Herbstreise durch Deutschland liegt auch in Bayern. Die Zugspitze. Der höchste Berg in Deutschland. Vor der Zugspitze liegt der Eibsee. Ähnlich wie der Hintersee hat auch dieser eine fantastische Farbe und Spiegelung. Und das Allerbeste? Es regnet nicht.
Ich habe mir jetzt eine Stelle ausgesucht gegenüber von der Zugspitze, also das ist eigentlich die Rückseite des Sees, und ich war ziemlich unter Zeitdruck, denn ich möchte das Licht vor Sonnenaufgang haben. Die meisten fotografieren ja oder denken, dass es Sinn macht, direkt bei Sonnenaufgang zu fotografieren, und ich persönlich finde, das macht fast nur Sinn am Meer, weil da hat man eine gerade Horizontkante und sieht dann tatsächlich die Sonne auch hochkommen. Aber hier in den Bergen ist es ja so, dass die Sonne, wenn sie aufgeht, erst sichtbar ist, so eine Stunde, manchmal erst zwei Stunden nach Sonnenaufgang, hängt immer davon ab, wie hoch der Berg ist oder wie nah man da dran steht. Das heißt, das Licht, was ich probiere zu fotografieren, ist eigentlich das Vorsonnenaufgangslicht. Und dann gibt es im besten Fall auch noch so eine schöne Färbung im Himmel. Und worauf ich dann spekuliere, ist, dass ich diese Färbung auch noch in der Spiegelung hier habe von diesem See. Aber das ist ein ganz, ganz kurzer Moment, und da probiere ich so viele Bilder wie möglich zu schießen. Und ich habe mir auf dem Weg hierher schon zwei andere Stellen ausgesucht. Das heißt, wenn das passende Licht dann da ist, dann rotiere ich hier wirklich rum, schieße hier drei, vier Bilder, Hochformat, Querformat, gehe dann an die nächste Stelle, Hochformat, Querformat, links, rechts, oben, unten, andere Stelle und so weiter, weil ich habe nur diesen kurzen Moment. Das nächste Mal wäre vielleicht morgen, aber morgen soll ganz anderes Wetter werden. Vielleicht ist der Himmel bedeckt, vielleicht habe ich gar kein schönes Farbenspiel. Heute Abend steht die Sonne in der anderen Richtung. Das heißt, nur dieser eine Moment, diese 10 Minuten oder 5 Minuten, und da muss ich wirklich alles geben, um das richtige Bild dann zu bekommen. Ich habe hier wieder so einen klassischen Aufbau. Die Steine hier sind ziemlich ähnlich wie die Steine im Berchtesgaden, aber ohne Tannen drauf. Also nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem interessant. Die sind bei mir so im linken Bildbereich, und rechts habe ich dann eigentlich nur die Spiegelung. Und das Wichtige ist, hier benutze ich jetzt keinen Polfilter. Ich bin ein riesiger Polfilter-Fan, aber hier brauche ich ihn nicht, weil hier möchte ich die Spiegelung hier haben. Und der Polfilter würde genau das Gegenteil bewirken, also diese Spiegelung komplett rausnehmen. Entlang des Sees finde ich weitere tolle Motive und Spiegelung. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. 5 bis 10 Minuten hatte ich richtig gutes Licht mit bunten Farben in der Spiegelung. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne richtig über den Berg rüberschießt. Und da hinten sehe ich eine kleine Insel mit Bäumen. Und da geht's jetzt hin. Die Sasseninsel ist eine von 8 Inseln im See. Entstanden sind sie durch einen massiven Bergsturz vor 3500 Jahren. Der See ist übrigens in Privatbesitz. 1884 ersteigerte August Terne den Eibsee für 10.000 Goldmark und errichtete am Ostufer um 1900 einen Gasthof, das heutige Eibsee-Hotel. Und genau wie damals, auch heute, einer der schönsten Seen in Deutschland. Ich bin jetzt an der Hinterseite der Insel, sieht wunderschön aus. Ich habe mich hier für ein schönes Framing mit diesen zwei Bäumen hier entschieden. Das heißt, links ist ein Baum, rechts ist ein Baum, in der Mitte ist die Insel, links ist ein Teil vom Land, rechts ist ein Teil vom Land. Dazu dieses wunderschöne Wasser, die Spiegelung von der Zugspitze, und jetzt kommt es. Da oben ist die Sonne gerade direkt über dem Berg, so an der Kante. Das heißt, ich kann das perfekt fotografieren, und das war wirklich jetzt gerade Schicksal, weil wir sind hier vorbeigelaufen, gerade in diesem Moment. Ich mache dabei einfach mal noch ein paar Fotos, weil es muss einfach sein. Es sieht so episch aus. Und ja, so ist das. Glück gehört mit dazu. Ich dachte, die Sonne geht eigentlich da hinten auf. Jetzt ist sie direkt da oben schon. Und der Moment, wo ich sie jetzt wirklich noch gut fotografieren kann, ist, wenn sie an der Kante ist. Genau wie beim Sonnenaufgang selbst muss die Sonne an der Kante sein. Wenn sie gleich oben drüber kommt, ist zu spät. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr viel. Jedes Bild wird jetzt langsam immer heller. Und da der Himmel ohnehin sehr ausgefressen ist, benutze ich hier auch keinen Verlaufsfilter mehr. Weil der Verlaufsfilter kann zu Spiegelung führen, weil die Sonne schon sehr stark ist. Plus er bringt eh nichts, weil der Himmel eh ausgebrannt ist an der Stelle. Das heißt, wenn ich in die Sonne fotografiere, probiere ich möglichst wenig Filter zu benutzen. Der einzige Filter, den ich jetzt habe, ist der Polfilter, und den benutze ich unten für die Endspiegelung. Das ändere ich jetzt aber auch nochmal im Bild. Mal noch eins ohne Polfilter. Ja, sieht auch krass aus. Der absolute Hammer. Jetzt kommt der Lens Flare von der Sonne hier richtig schön rein. Jetzt gibt es auch noch einen Stern, weil die Blende zu auf 18. Fotografie Heaven. Nach dem ganzen schlechten Wetter gestern ist das doch jetzt ein wahrer Lichtblick.
Ich würde sagen, lass uns nach oben gehen, auf die Zugspitze und den Blick über ganz Deutschland vom höchsten Punkt genießen. Für knapp 50 Euro pro Person geht es mit der Zahnradbahn in 45 Minuten aufs Zugspitzplatt. Die Sonne strahlt und der Schnee blendet hier oben auf 2500 Metern. Unsere Reise durch Deutschland neigt sich langsam dem Ende zu. Der Herbst ist hier schon lange vorbei. Hier oben liegt bereits Schnee. Ganz am Ziel sind wir noch nicht. Die Zugspitze ist da oben der höchste Punkt in Deutschland. Mit der Seilbahn geht es bis zur Spitze auf 2962 Meter Höhe. Der höchste Berg in Deutschland. Die Sicht von oben ist aber leider alles andere als schön. Ich bin jetzt oben auf der Zugspitze angekommen, aber hier ist eine megamäßig große Baustelle. Sehr, sehr viele Menschen, viele Touristen. Man hat nicht wirklich eine gute Aussicht, weil überall irgendwas rumsteht. Wir haben kurz probiert, weiter nach unten zu klettern über so eine vereiste Bauleiter. Und dann hatte man kurz den Blick über den Eibsee, aber da war so hoch das Eis gelegen. Das Geländer war so hoch wie das hier. Also ungefähr insgesamt stand man ungefähr auf der Höhe. Das heißt, ein falscher Schritt und man macht den Abgang. Also nicht besonders sicher. Deswegen fahre ich jetzt wieder nach unten aufs Zugspitzplatt und probiere da noch ein cooles Foto zu schießen. Zurück aufs Platt. Und während ich so fahre, denke ich an die vergangenen Tage. Schon spannend, wie unterschiedlich Deutschland so sein kann, oder? Meer und Piraten, Ritter und Burgen, Wasserfälle und Wälder, Berge und Seen. Und genauso unterschiedlich wie die Landschaft ist auch der Herbst in dieser Woche gewesen. Während die Buchenwälder im Norden noch im satten Grün leuchteten, sind die Berge hier im Süden schon voller Schnee. Meine Reise durch Deutschland geht zu Ende und ich habe meine Heimat von ihrer schönen Seite kennengelernt. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen rausgehen und ihre Nachbarschaft entdecken. Rausgehen und die Natur erleben. Rausgehen und natürlich auch das ein oder andere Foto schießen. Damit man sich noch lange an den Moment erinnert. Nicht ganz der höchste Punkt in Deutschland, aber immerhin fast. Ich habe mich jetzt hier durchgekämpft zu einem Bergplateau, ein bisschen abseits. Hier hat man einen wunderschönen Blick, da werde ich gleich auch noch ein paar Fotos schießen. Aber was war das eigentlich für eine verrückte Herbstwoche, oder? Wir sind gestartet am Meer und jetzt hier mit einem herrlichen Blick über die schneebedeckten Berge. All das hat Deutschland zu bieten. Mein Name ist Benjamin Jaworski und das war Hashtag Jaworski Around the World.